So, willkommen zurück zu Bioshock Remastered. Und zwar sind wir jetzt hier in diesem Medical Pavillon und los geht's. Benutze den Notzugang, okay. Ständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Ah, geil. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Sehr schön. So, was haben wir hier oben? Ja, eine Stocke. Ah, hier haben wir noch ein Tagebuch. Alter. Von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Alles klar. Notfallzugangskontrolle benutzen. Ja, komm her, du Schlampe. Durch den Notzugang beten und den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er hier einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin dir ehrlich gesagt nicht mal sicher. Warte mal, der ist ein bisschen leise. Machen wir mal ein bisschen höher. So. Schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie. Na ja, komm her hier. Danke für den Besuch. Ihr kriegt alle Inneren, Alter. Alter. Alter, wo kommt ihr alle her? Wo da draußen huscht, du bist minderwertig, ein Nichts. Na, komm. Minderwertig, er hat die eine Macke. Immer her mit der Kohle. Alter. Uns nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körperformen wie Ton
Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Alter, was ist denn hier los? Kommen denn die alle her? An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Ja, hier sind wir richtig auf jeden Fall. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Boah, Alter. Du musst einen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Umut. Gott mag keine Drückeberger. Das Bleister lässt es krachen wie an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese-Plasmid in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie ihm wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Ja, muss ich erst mal finden, ey. Haut ab, ey. Verschwindet. Ja, ja. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's den Rapture-Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt vollzulaufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Wow. Das für ein Freak, ey. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere... Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Ist ja heftig, ey. Bin mit dir. Sehr schön. Machen dich stärker, mächtiger. Sehr schön. Ach, mein Freund. Der existiert ja auch noch. Was ich stehe über dir. Ja, hau schön drin. Was, ey? Die alle herkommen, ey, die müssen wurden. Kann ich immer gebrauchen. Parasit treibt
sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Oh, ich häng fest. Na. Oh, ich häng fest, ey. Oh, Mann. Was ein Bug, Alter. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Ja, der Turk Diana. Geil. Alle Wege in Rapture führen zu Rhyme. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. So, jetzt müssen wir dahin, wo der komische Eisberg war. Nee, hier nicht. Da lang. So, wartet. Hier. Sehr schön. Oh, Alter. Brenn, Alter. So, kommen wir hier durch, ja. Schuss, ey. Glaubst du, kannst den? Na komm. Wunderbar. Automatische Hecken, so. Zack. Mit der Muni, ey. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn. Weil sie dazu neigt, die Probanden. Boah. Voilà. Ah, ja, passiert. Danke für den Besuch. Gott, alle Inneren, Alter. Ich schwöre euch. Oh, sehr schön. Was kommt her, ey? Mach es sauber! Mach, du bist minderwertig! Ihr seid alle drinne. Oh, noch einer. Wow.
Wahnsinn, Alter. Müssen wir halt einsammeln hier. Komplette Unterwasserwelt, geil. So. Ah, da haben wir, was haben wir denn da? Tannenbaum. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. Ein Tempo-Hacker. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Wow. Sehr schön, sehr schön. Irre, was du hier halt einsammeln kannst. Irgendwo so ein Alarmding hier irgendwo. Immer her damit. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde von Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. In Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Alter, ist ja heftig, ey. Alter, ist das eine dicke Knarre, ey. Waren wir hier schon? Ich glaube ja, oder? Ja. Was, ey? Geil. Na komm, schmeiß. Alter, renn doch nicht weg. Brauchen wir schon eine Kohle. Dann gehen wir da mal wieder zurück. Und dann werden wir uns da den Weg frei machen. Na komm, schmeiß. Ah, scheiße. Mein hübscher Teil. Heute habe ich mit der Göttin zum Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Ah, diese Scheißteile.
Boah. Oh, heftig. Eigene Fresse, ey. Ach, scheiße. Ah, scheiß drauf, ey. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. Alter, du hast da Probleme. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still. Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett, die da zu groß, jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. Hässlich! 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 Sieh dich an! Widerlich! Jetzt bist du dran, ey. Na, wo ist er? Na komm. Rück mir nicht auf die Pelle. Das ist nicht mein Patient. Ach komm. Hartnäckig, ey. Naja, oh Mann, ey. Naja, dann gehen wir da mal hin. Haut ab, ey. Zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Lippe. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Na super, ey. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Adam ist immer gut. Kommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte, tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge.
Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tennenbaum? Hier, Baum. Hier. Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Ha, Frankenstein. Was komm her hier. Entscheide dich, ob du Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Elm, das du für Plasmaida ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Elm dafür. Tenenbaum, die für diesen Fall Belohnung versprochen. Naja, komm. Sehr schön. Danke. Danke. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Wenn du wieder mal auf so einem Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Alter, sind ja fette Bräuse. Diese Kleinen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Es wird kein Zucker schlecken, aber nur so kommst du an die Little Sisters an. Weiter vorne ist noch eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu halten, musst du zuerst um ihr Big Daddy kümmern. Oh, komm, komm, komm. Ah, fuck. Alter, ich brauch richtig dicke Muni. So, wo ist er? Ah, oh Mann, Alter, ich hab kaum noch Leben, ey. Hartnäckig hier heute, ey. So, aber jetzt, ey. Meine Fresse, ey. Komm jetzt her hier. Alter. Na komm, schmeiß nochmal. Ah,
komm, schmeiß. Heftig, ey. Wo liegt da? Da. Na, wollen wir mal drücken, die Scheiße hier. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Na, dann würde ich sagen, dann begeben wir uns einfach mal so Neptuns Bounty. Und los geht's. Rapture Metro, einmal an Neptuns Bounty. Los geht's. Sehr schön. Würde ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter. Also haut da rein. Bis dann.